Hey Leute, willkommen zurück zu Obscuritas. Wir sind immer noch in Kapitel 1, habe ich gerade gesehen. Ich habe das Spiel geladen und das ist die Sammlung. Ja. Ich habe mit dem André Bürger gesprochen und er sagte, das erste Mal durchspielen wird wahrscheinlich 12 bis 15 Stunden brauchen. Also für ein Horrorspiel ist das echt lange. Respekt. Ich bin schon gespannt, wie lange ich mich hier aufhalten werde. Ich habe übrigens die Helligkeit mal so weit, wie es mir möglich war, hochgedreht. Also noch mehr und es sieht echt nicht mehr schön aus. Es ist nämlich viel zu hell für ein Horrorspielen. Das wollt ihr nicht. Das will ich nicht, das wollt ihr nicht. Ist das hier ein Holzboden? Das ist Teppich. Okay. Ich finde es übrigens super. Mir ist gerade aufgefallen, seht mal die Streichhölzer. Wenn ich jetzt das verbrauche, ist das Briefchen weg und wir haben nur noch eins. Und man sieht die einzelnen Streichhölzer da drin, wie sie weniger werden. Finde ich ziemlich cool. Ein nettes kleines Detail, das für mich die Glaubwürdigkeit immens erhöht. Nur mal so. Na, Oma. Alles gut. Bah. Oh, Brüste. Nudity on YouTube. Es ist ja Kunst. Ich meine, Brüste sind eigentlich auch Kunst, aber YouTube hat was dagegen. Die werde ich jetzt allerdings nicht zensieren, weil das ist einfach mal eine Statue und die ist nackt. Mein Gott. Werd erwachsen, YouTube. Na gut, ich meine, Let's Plays gibt es jetzt erst seit 7 Jahren geschätzt. Ist halt noch im Kindesalter, YouTube, ne? Muss noch ein bisschen was lernen. Hi. Bist du denn? Ein Kätzchen! Oh. Oh. Die springt mich bestimmt gleich an. Na. Immer die Oma hier, ne? Immer die Oma. Was? Ich geh die Tür einfach wieder zu. Oh Gott, nein. Sitzt sie da vorne wieder, die Puppe. Ich finde dich scheiße, weißt du das? Boah, die Augen. Oh. Reiß den Kopf ab und spuck an den Hals, los. Die Venus sieht auch nicht so gut aus. Sah mal besser aus, die Venus, ne? Und du, Mutti, was, hast du einen Schlüssel irgendwo für mich? Nein. Ja, ich heiße Sarah, aber sprich meinen Namen bitte richtig aus. Oh, guck mal, da sind Füße. Ich finde Füße nicht gruselig. Manche finden Füße eklig, manche auch geil. Was war das für ein Schatten? Das war ich nicht, guck mal. Ach doch, das war ich. Vergesst das bitte. Ich war das selbst. Ich werde hier schon bekloppt. Leute, ich habe gerade erst angefangen aufzunehmen. Spiel jetzt 4 Minuten. Knapp 3. Sagen wir 3, ja. 3,5. Oh, ich bin schon wieder am Rande des Nervenzusammenbruchs. Es ist so schön. Ich liebe das. Ich liebe dieses Spiel. 15 Stunden. Ja, leckt mich am Arsch. Entschuldigt. Aber... Oh, Kätzchen, bitte mach mir nichts. Ich mag Katzen sehr. Da ist ein Bärchen. Wie gesagt, noch heller geht's leider nicht. Oh, weil... Oh, ich finde das so pervers. Wer hängt sich denn Tierköpfe an die Wand? Ich hänge mir doch auch keine Menschenköpfe ins Wohnzimmer. Ich finde das total makaber. Ich mag das nicht. Ehrlich. Ich finde das immer noch. Ich finde das nicht gut. Ich bin zwar Fleischfresser, aber... Er scheint von seinen Reisen durch die Welt wohl alles mitgebracht zu haben, was er finden konnte. Was wollte er nur mit dem ganzen Kram? Sich aufgeilen an toten Tieren. Das ist übrigens die liebe Shivas Tochter. Ist auch eine YouTuberin, wie ich schon sagte. Und sie hat das hier vertont, die Sarah. Finde ich schön. Hallo Shivas Tochter, ich konnte mit der Stimme jetzt nichts anfangen, weil wir haben uns nur ganz kurz mal auf der Gamescom getroffen. Aber ist eine nette. Hallo. Weiß nicht, ob du das guckst, aber ich weiß, sie spielt das auch. Ja, natürlich. Muss ja, ne? Ich würde auch Spiele spielen, wo meine Stimme drin auftaucht. Nein, so ist es nicht gemeint. Ich finde es super, dass da YouTuber rangeholt werden, finde ich eine feine Sache. Nochmal, Wiss Games. Nächstes Horrorspiel. Nein, müsst ihr wissen. Ja, Kätzchen. Ich reite auf dir in den Sonnenaufgang. Okay, ich gehe ja schon. Ist ja deine Katze. Ist gut. Habe ich nicht gewusst. Tut mir leid. Oh Gott. Kleider finde ich jetzt auch nicht gruselig. Hallo.
sind das hier für Wappen? Es ist schon 2:30, ich muss ins Bett, Mann. Das wird langsam spät. Die Zeit verfliegt hier ja, Tempus fugit. Wo ist denn der Baum? Ich frag mich, wann der Baum wieder kommt. Wir müssen bestimmt irgendwann nochmal raus. Boah, was ist das? Streichhölzer? Nur Streichhölzer? Warum nur Streichhölzer? Keine Taschenlampenbatterien. Ich muss mal ein bisschen sparsamer sein. Ich habe nur noch eine. Na, Schätzchen. Hast du einen Schlüssel für mich? Habt ihr Schlüssel? Warum? Oha. Sind wir jetzt bei Dark Souls 2 gelandet? Ah, da, ah! Ich hab nicht gedacht, dass ich hier einen Endboss besiegen muss. Oh Gott, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch ein Fabelwesen. Es gibt keine so große Echse mit Hörnern. Es geht einfach nicht. Hat nie existiert. Und Todeskrallen gibt's sowieso nicht, ne? Oder? Schön. Was ist das denn? Mammut? Sieht aus wie... Hä? Der ist aber falsch rum, der Schädel. Guck mal, die Zahnreihe ist oben. Wer macht denn dem armen Mammut den Kopf falsch rum dran? Das könnte ich machen. Na, gute Frau. Sie haben auch keinen Schlüssel mehr. Boah, Kinder. Meine Hände sind schon ganz dick. Da pulsiert das Blut durch. Das ist... Ach. Bäh. Muss mich ein bisschen schütteln. Wie gesagt, ich nehme den ersten Part auf und ich habe nicht vor, den zweiten heute zu machen. Das ist ja widerlich. Ich bin in den letzten Tagen mit meiner Arbeit gut vorangekommen. Es fehlen nur noch ein paar Komponenten. Aber immerhin weiß ich jetzt, wo ich danach suchen muss. Welch merkwürdige Kreaturen. Ich habe noch nie etwas davon gehört. Was für Kreaturen? Was ist das schon wieder? Nasenbär. Ein riesiger Nasenbär. Das ist voll unheimlich hier, ne? Oh Gott. Lass mich bloß in Ruhe. Da flüstert wieder was, hör auf damit. Perfekt, das war richtig. Gott, das sind ganz viele Staffeleien und Masken. Oh nein. Das sind keine Staffeleien, das sind Helme. Hey, das sind Ritterhelme oder Gladiator. Das ist doch von Gladiator, guck mal. Unterhalte ich euch nicht! Ja, unterhalte ich euch? Das sind so... Das hatten die mit dem Dreizack und dem Netz, glaube ich, diesen Helm. Es gab ja unter den Gladiatoren immer so gewisse Typen, wisst ihr? Oh, und der hat Batterien gebunkert. Was er damit wohl vorhatte, der Schelm. Der Helm. Es war nur die Fackel. Die Fackelhalterung. Lass mich. Na, oh Gott, das erinnert mich so an Clowns. Da flüstert schon wieder was. Oder ich bild's mir ein. Ich drehe langsam durch, ey. Kätzchen. Noch ein Kätzchen. Na? Arthas? Prinz Arthas? Oh, du Luder. Seid ihr so schüchtern? Was macht die Kiste? Ja, ist gut. Was hat sich da gerade bewegt? Ich hab's genau gehört, ne? Mutti. Hast du gerade die Hand bewegt? Ich möchte das nicht. Ihr seid Statuen, ihr habt euch nicht zu bewegen. Ist hier ein Schlüssel. Hör doch mal auf jetzt. Ich weiß, wie ich heiße, ja? Ich heiße Bruga und nicht Sarah. Ich finde das nicht gut, dass ihr mir den falschen Namen hier zuruft. Okay. Wenn ich eine Frau bin, heiße ich halt Sarah von mir aus. Ist gut. Kann ich mit leben. Oder sterben. An einem Herzinfarkt, wenn das so weitergeht. Was mache ich denn jetzt hier? Wo ist ein Schlüssel? Habe ich noch... Ich habe keinen Schlüssel mehr. Kätzchen. Darf ich dir meinen Finger in den Po stecken? Nein. Ist nicht gut, ne? Ist nicht okay. Ist der Baum noch da draußen? Ich würde echt gern wissen, was das für ein Vieh war, ne? Dieser Baum. Oh. Sarah. Wo ist denn jetzt der Schlüssel, verdammt?
Ich gehe mal wieder raus. Ich guck mal, ob ich anderswo noch was finde. Oh, diese Türen. Ich habe eben schon wieder Gänsehaut gekriegt. In den Blumenvasen vielleicht. Warum bin ich eigentlich die ganze Zeit auf der... auf dem Ground Floor? Wie sagt man im Erdgeschoss? Warum bin ich da? Warum komme ich nicht mehr weiter rauf? Oder runter? Ich laufe die ganze Zeit hier Treppen rauf und runter. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht drauf geachtet, ob das so hinkommt. Hat gerade wieder was geknarzt. Ich brauche noch zwei Schlüssel, glaube ich, ne? Blöde Puppe. Ich habe den bestimmt übersehen. Ich lese schon im Video, in den Kommentaren. Bruger, du hast da und da Schlüssel übersehen. Ah, da muss doch einer sein, wenn ich die Tür hier aufgeschlossen habe. Wie soll es denn anders sein? Da liegt doch irgendwo bestimmt noch ein Schlüssel dabei. Nee. Wo ist er denn? Ey, wo ist er denn? Na? Wo ist er denn, der Schlüssel? Ihr habt Totenköpfe als Gesichter. Ist ja herrlich. Muss ich irgendwas verschieben? Ja, den Hintern fassen oder so? Das ist ein Hund, das ist kein Kätzchen, oder? Hast du vielleicht einen Schlüssel in der Hand oder so? Nee. Hast du einen am Fuß? Nein. Warum? Warum habt ihr keine Schlüssel für mich? Hey. Ich verstehe das nicht. Oha, ich habe die Maske aufnehmen können. Alles klar, vielleicht muss ich einfach noch ein paar Masken austauschen. Ja, seht mal, die haben eine gewisse Reihenfolge. Annie ist falsch. Du bist falsch, oder? Nein. Welche Maske ist hier falsch? Du? Genau, du warst hier falsch. Oder? Hat sich was getan? Nein, irgendwas ist immer noch nicht richtig. Lass mal gucken. Also das ist... es ist... braun, weiß, rot, rund, braun, längliche Maske. Aha. Ich glaube, die Reihenfolge ist egal. Es muss nur auf die Form passen, oder? Ja, das könnte so hinkommen. Was? Irgendein Mechanismus wurde ausgelöst. Das ist ja schön. Hat jetzt jemand von euch einen Schlüssel? Ich will nicht schon wieder die Lampe anmachen, dann verschwende ich noch mehr Batterie. Hast du was ausgekackt? Nein. Ist jetzt hier irgendwo ein Schlüssel aufgetaucht? Das gibt's doch gar nicht. Was war das? Wow, da unten. Cool, ich habe einen neuen Schlüssel. Herz allerliebst, dann geht's wohl jetzt hier weiter. Im gruseligen Raum mit dem Mädchen. Und also der Puppe hier. Schreckt mich bloß nicht. Oh. Neuer Abschnitt wahrscheinlich, oder? Der Spielstand wurde gespeichert. Alles klaro. Leute, ich mache hier Schluss. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich wieder zu Obscuritas. Ich mache es übrigens ein bisschen kürzer, weil sonst leiert sich vielleicht schnell dieses Format aus mit den Türen und Schlüsseln. Mal sehen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.